Festwoche bei Rasterfechter. Am Montag wurde Seth Hinrichs zum zweiten Mal Vater. Heute hat Austin Hollins Geburtstag. Am Samstag folgt das Festspiel gegen Vizemeister Alba Berlin. Man könnte meinen, aus dem Feiern kommt Rasta gar nicht mehr heraus. Doch Coach Kayes und sein Team sind voll fokussiert auf die große Herausforderung aus der Hauptstadt. Absolutely. Uns alle freut es, dass wir gerade ein paar tolle Tage erleben. Gerade für Seth ist das eine große Sache. Also, wir wissen, wann es etwas zu feiern gibt, wie zum Beispiel Austins Geburtstag. Und genauso wissen wir, dass wir uns wieder auf unsere Arbeit konzentrieren müssen. Am 21. Dezember 2013 gab es das Duell Rasta versus Alba erstmals. Die Ausgangslage war auch damals klar, Fechter der große Außenseiter. Und so lief die Partie dann auch. Dem Team des damaligen Coaches Pat Elsie wurde von BBL-Star Reggie Redding und Co. deutlich die Grenzen aufgezeigt. Von den damals Aktiven ist heute keiner mehr bei Rasta oder Alba. Was aber wiederkommen wird, ist großartige Stimmung auf den Rängen. Es ist ja eh immer besonders in dieser Halle, aber ich denke, dass es mit dem Support von beiden Fanlagern, die ja befreundet sind, noch einmal ganz speziell werden wird. Außerdem spielen wir gegen die Besten. Es wird ein toller Abend. Rastas Fans verhalfen dem Team jetzt zu 3 Siegen in Serie. Gut 30 Supporter hatten den Last-Second-Auswärtssieg bei den Hako Merlins Kreilzer miterleben dürfen. Einer der Protagonisten des Erfolges, Max Dileo. Der spielte nicht nur knallharte Defense, sondern flog urplötzlich sogar à la Space Jam durch die Arena Hohenlohe. Ich habe gedacht, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um mal einen rauszuhauen. Kommt ja nicht so oft vor, dass ich danke. Nach dem Spiel hatte ich dann zig Nachrichten auf meinem Handy, war schon cool. Vielleicht sollte ich öfter danken. Warten wir mal ab. Alba Berlin agiert derweil einem Überflieger gleich. 5 Ligasiege, einer im BBL-Pokal, auch im Eurocup sieht's gut aus. Letztes Wochenende gab es gegen die davor 5-mal in Serie siegreiche BG Göttingen einen Heimsieg mit fast 30 Punkten Differenz. Yes, they are getting better. Sie werden von Woche zu Woche noch besser. Dabei sind sie schon noch stärker gestartet als letztes Jahr, weil viele Spieler geblieben sind. Die Philosophie von Coach Aito, die Systeme, all das setzen sie gerade sehr gut um und spielen in Offense und Defense sehr guten Basketball. In both ends of the floor. Noch gibt es übrigens ein paar Restkarten für das Festspiel gegen den Kultclub. Wer also dabei sein will beim Duell Aufsteiger gegen 9-facher deutscher Meister und 8-facher Pokalsieger, der sollte sich jetzt online auf www.rasta-fechter.de sein Ticket sichern. Alle Spiele der Easy Credit BBL live bei Telekom Sport.